Mario, dein Vortrag war inspirierend, einzigartig, vor allem in deinen jungen Jahren, wie du da aus den Startlöchern geschossen bist. Und man merkt, dass man jetzt dahinter steht, dass du das aus Leidenschaft machst. Was war eigentlich die Hauptmotivation, dass du ins Internet-Business gegangen bist? Ja, die Hauptmotivation war, als ich noch so jung war, mit 16, 15 eigentlich, dass ich mehr Taschengeld wollte. Das hat sich aber dann nach 3-4 Jahren gedreht, als ich gemerkt habe, mir geht es eigentlich weniger primär darum, zu zeigen, wie man Geld verdient, sondern den Leuten es so einfach wie möglich zu machen, anderen mit ihrem Wissen zu helfen. Und das ist das, was mich jetzt antreibt. Zu sagen, ein Experte hat eine Expertise, hat Wissen, mit dem er anderen wirklich eine Hilfe sein könnte. Aber es fällt ihm total schwer, dieses Wissen zu verbreiten über das Internet, weil die Technik zu schwer ist und das Ganze. Und das ist das, was mich antreibt und deswegen auch das Unternehmen von uns gegründet haben, Spreadmind. Sehr gut. Und Affinity ist 2018 zu 2016. Was hat sich jetzt in diesen 2 Jahren für dich verändert? 5, 6. Hier geht gerade irgendwas ab. Verändert hat sich, denke ich, dass die Qualität noch stärker wurde in den einzelnen Vorträgen, dass die also wirklich auch konkrete Beispiele hatten, was man für sich anwenden kann. Also weniger basic, sondern wirklich ganz konkret was man für sich mitnehmen kann. Und ist es schwieriger geworden für den Online-Marketer oder leichter? Leichter. Ja. Okay. Danke. Wahnsinn! Was war denn das jetzt? Ihr habt gesehen, nicht nur 22, sondern...